Wir machen vielleicht so einen kleinen Wettkampf. Oh fuck. Ich muss wirklich kotzen. Bei mir dreht sich alles. Es ist ja schön und gut, dass wir jetzt wieder Sportsachen anhaben. Wie jeden Tag. Ja. Aber was ist denn heute wieder auf dem Plan? Ich zieh mir Laufschuhe an. Also es wird irgendwas mit Laufen zu tun haben, mein Lieber. Aber weißt du, was viel besser ist? Dass du auch welche anders. Mann, jeden Tag, ich hab Muskelkater überall. Du spürst zum ersten Mal in deinem Leben deinen Körper, oder? Nein, das stimmt nicht. Ich habe schon mal sehr viel Sport getrieben, aber bis letztes Jahr. Ah, das war in einem anderen Leben, verstehe. Nee, als wirklich, wirklich. Ja, wirklich, wirklich? Wirklich, wirklich. Mit Sahne oben drauf. Nicht nur das. Ah, schön. Weißt du, wonach das riecht? Erfolg. Ja, die Frage ist nur, für wen? Warum? Ach so, ja, wir machen vielleicht so einen kleinen Wettkampf. Wir beide. Gegeneinander. Und ich nehme extra mal eine Disziplin, wo ich nicht so gute Karten habe. Im Laufen. In welcher Disziplin hast du keine guten Karten? Lakritze essen. Nutella-Brote. Nutella-Brote essen. Die kann ich übrigens auch nicht mehr essen, seitdem ich mit dir hier dieses scheiß YouTube mache. Er meckert wirklich die ganze Zeit. Wir machen nur noch Sport, wir essen nur noch gesund. Bist du wenigstens aufgeregt? Noch nicht, weiß ja nicht, was wir machen. Jetzt spreche ich mal alle Leichtathleten an. Stellt euch mal die... Vorsicht, Fahrrad? Okay, Fahrrad war gut. Nein, kein Fahrradfahren. Von der Leichtathletik her, vom Laufen, das mit dem höchsten Laktatausstoß. Man kann es nicht leicht angehen. Egal wie das drehst und wendest, es ist anstrengend. Ich würde sagen, die schlimmste Disziplin, gerade für schwere Jungs. Und Mädels, du weißt es noch nicht, oder? Es hat was mit Sprinten zu tun, weil... Es hat was mit Sprinten, mit lange Sprinten zu tun. Lange? Für einen Sprint ist es schon ziemlich lang. Wie lang? Ist der längste Sprint, den man machen kann, würde ich sagen. 400? 400. Und wo? Auf dem Sportplatz. So richtig? Und volle du willst Hütte. Gegen mich laufen? Ja. Okay, also 400 Meter Sprint. 400 Meter Sprint. Und du meinst das ernst, dass ich jetzt gegen dich laufen soll? Ja. Im Endeffekt läufst du gegen dich selber. Und das ist mal eine gute Bestandsaufnahme, wie fit oder wie unfit du eigentlich bist. Dann kann ich dir jetzt schon versprechen, was? Dass ich das so machen werde, dass dieses YouTube-Video auf jeden Fall wenig Aufrufe bekommt. Ich hab keinen Bock, dass das so viele Leute sehen. Doch, ist ganz gut. Vielleicht gewinnst du ja. Vielleicht gewinnst du ja. Hier unnötige Wege vermeiden. Und deswegen laufen wir keine 1000, sondern 400. Okay, ich würde sagen, ich mache ausnahmsweise mit. Aber nur weil ich jetzt seit 2 Wochen wirklich dein Workout durchgemacht habe und ich wirklich sagen muss, ich habe mich verbessert. Das liegt aber auch daran, dass ich jeden Tag nur noch Fleisch esse, nur morgens Kohlenhydrate und wirklich jedes Workout hart durchziehe. Das liegt einfach daran, dass du einfach mal Disziplin und Ärger zeigst. Wie du das machst. Disziplin und Ärger zeige ich schon länger, aber halt nicht im sportlichen Bereich. Ja, darum geht's ja. Und keine Ausreden. Ist natürlich viel einfacher, wenn du mit jemandem zu tun hast, der das selber macht. Aber glaub mir, ich habe gleich noch einen Joker auf Lager. Der wäre? Das wirst du dann sehen. Ich weiß, dass du meine Schuhe trägst. Die sind schon gut, das weiß ich, aber ob die jetzt den Vorteil bringen? Naja, du wirst schon sehen. Irgendwelche Tipps? Zu dem 400 Meter Lauf an sich? Ja. Taktisch? Ja. Also guck mal, ich würde jetzt einfach versuchen... Volle Hütte zu laufen. Nee, erstmal ein bisschen langsam und dann anzuziehen. Nee, kannst du nicht. Du musst eigentlich gleich volle Hütte direkt laufen. Rein? Ja. Und dann musst du ab 200 Meter vom Kopf her beschleunigen, wenn du quasi wieder auf die Gerade kommst. Aber du beschleunigst nicht, du wirst eigentlich langsamer. Aber du versuchst es zu halten. Okay. Aber vom Gefühl her beschleunigen. So wie der? Wenn wir uns jetzt warm machen, dann ja. Aber ansonsten, nein. Okay. Mega krasser Wind heute. Also Leute, wenn ich 10 Sekunden langsamer bin, dann liegt es bestimmt daran. Nur am Wind. Und ist auch gar nicht mal so warm. Also, es sind, wenn überhaupt... Es friert. Ja.
es ist schon knapp unter, ich denke, 0 bis 5 Grad so. Ja. Mehr nicht. Sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Ja. Ja. Und manchmal auch so Hitze, so manchmal Hagel. Ja. Also die Bedingungen sind wirklich schlecht. Also es sieht jetzt wirklich viel heller und schöner aus, als es in Wirklichkeit ist. Komm, scheiß auf die, scheiß jetzt mal drauf. Wir ziehen jetzt durch. Wer fängt an? Ja, Witz. Moment. Da kennt man den Sportler. Er wollte jetzt direkt bei 400 Meter anfangen. Wir machen uns erstmal warm. Stimmt. Weil sonst geht gar nichts. So, ich glaube, wir sind warm. Wir haben ein Lauf-ABC gemacht. Das macht man in der Leichtathletik, um sich zu erwärmen. Weil Jonas wollte ja gleich so anfangen. Nee, war gut. So, jetzt meine Motivation. Ja, die Motivation. Halt die Kamera. Okay, ich bin gespannt. Was soll denn jetzt kommen? Ja, Oberkörperfrei nicht, aber... Ich wollte gerade sagen. Alter. Was steht hier? Okay. Pass auf. Wenn du mich jetzt mit dem Shirt abziehst, ja, dann darfst du mich ein Leben lang Philipp nennen. Philipp. Und ich nenne dich König Leonidas. Was hältst du davon? Okay. Warte mal, wir müssen Zeit stoppen. Gib mal dein Telefon. Mach's direkt fertig, gib's mir in die Hand. Mach mal den Timer. So. Pass auf, die Kamera läuft. Sobald du diese Linie überschreitest, drücke ich auf Start. Start musst du nicht drücken, weil der Kamera ist schon. Ich mach's trotzdem. Nee, bei der Kamera nicht. Nee, ja. bei dem Telefon. Jonas, toi, toi, toi. Ich bin noch am Stück. Okay. Normalerweise würde man sagen, er schindet Zeit. Aber mit dem Shirt. Ich hab voll Durst gehabt. Geil. I'm ready when you are. Das ist wirklich das erste Mal jetzt. Komm, es wird hart, aber halt durch. Auf die Plätze, fertig. Oh fuck. Er geht ziemlich schnell an, muss ich sagen. Oha. Da ist er schon weg. Er ist weg. Er läuft da hinten, er geht in den Kreis. Huhuhuhuhuhuhu. Schnelles Tempo. Die ersten 150 Meter. Er kommt auf 200. Wir liegen bei 25 Sekunden. Er geht auf 200 rein. Die Gerade, jetzt tut es glaube ich weh. Oh, aber er hat noch einen guten Speed drauf. Das überrascht mich tatsächlich. Komm, Jonas! Und weiter auf die Gerade. Komm, die letzten 150! Wir liegen bei 50 Sekunden. Oh, er zieht durch. Komm, Jonas, die letzten Meter! Komm. Und ab. Ist er tot? Kurzes Live-Statement von dir. Sorry, sir. Was? Und wie war 400 Meter? Was denkst du, was gelaufen ist? War geil. Was denkst du, was gelaufen ist? 1,10. 1,10? Das ist 1,13 gelaufen. Okay. Ist gute Zeit. Ist schneller, als ich gedacht habe. Ja. Okay, gut. Ich habe auf 1,17 getippt. Okay, gut. Ja. Geil. War gut. Was hast du? Willst du halten? Alter, ist so anstrengend. So. Der Schatten sieht schon gut aus. Jetzt gucken wir vom Schatten in den richtigen... Zum An. Was? Neusaat, Rasenbetreten verboten. Merkst du das? So, 7 Minuten nach deinem ersten 500 Meter Lauf. Es waren keine 7, aber 3 oder so. Okay. Komm mir auf jeden Fall vor, als ob ich noch nie vor Sport gemacht habe. Und ich kann es jedem empfehlen, mal nachzumachen. Ja. Weil ich kann mich nicht erinnern, das mal in der Schule gemacht zu haben. 400 Meter? Außer bei diesem Olympia für... Jugendtrainiert für Olympia. Genau. So. Aber so im Sportzyklus und so, Sport nur recht. Dieses Warmmachen allein schon war schon anstrengender als der ganze Sprint. Boah, fuck. Aber hier, ich muss sagen, er hat ich will jetzt deine er hat diesen Namen gut vertreten. Ich will jetzt deine Zeit sehen.
Und ich tippe auf eine Minute. Ganz kurz, was ich sagen muss, da hat er mich überrascht. Ich habe ihm vorher gesagt, du wirst es nicht durchziehen, weil du dich nicht quälen kannst. Und heute hat er mir versprochen, er wird sich für mich quälen können. Das hat er bewiesen. Muss ich sagen, war gut. War gut. Tempo war gut. Yes. Noch 20 Sekunden, 200 Meter. Was schätzt ihr, Leute? Ich bin immer noch aus der Puste von meinem Lauf. 35 Sekunden. Da ist er. Komm, go! Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Also ich meine, ich habe eine Sekunde zu spät gedrückt, weil ich den Knopf nicht gefunden habe. Aber ich glaube 56 Sekunden. Was schätzt du? Ich bin ja schon mal froh, dass du auch so aus der Puste bist. Ich schätze, bis weiterlaufen. Also unter Minute war es. Aber ich weiß nicht wie viel. Also ich schätze es waren 54. Was? Oder 54 oder 55, aber die Uhr sagt 56. Weil ich bin mir nicht sicher, ob ich direkt auf den Knopf gekommen bin. Das ist cool. Für... Also die Leichtathleten unter euch werden es wissen. Wenn man versucht, die beste Zeit zu laufen an einem Wettkampftag, da steht man morgens schon auf. Das, dieses ganze Prozedere ist ja, speziell. Gut, das hatte ich ja nicht. Hatten wir beide nicht. Wir haben es quasi aus der Kalten herausgemacht. Und da ich 400 Meter schon Ewigkeit nicht mehr gelaufen bin, war das nicht schlecht. Wie gesagt, ich wiederhole mich oft, aber bei über 100 Kilo, oh, anstrengend, aber geil, Jonas. Aber du darfst mich trotzdem nicht, Philipp. Egal. Aber heute, filmst du noch? Ja. Für einen Tag nenne ich dich König Leonidas. Oh. Wenn ihr das öfters sehen wollt, auf unserem Kanal, mal außerhalb des Fitnessstudios oder so, mal was Besonderes. Leichtathletik ist viel. In Vergessenheit geraten in den sozialen Medien, denke ich, ja. Weil die Fitnessindustrie so überhand nimmt. Es kann jeder nachmachen. Genau. Ist eigentlich der erste Sport, mit dem man in Kontakt kommt in der Schule. Ja, und wir können es jetzt hier in der Zeit locker machen. Ja, genau. Und es ist nicht so wie beim Liegestützen oder beim Klimmziehen. Der hat Schwung geholt, der streckt nicht ganz durch. 400 Meter sind 400 Meter, ob mit Schwung oder ohne. Und es ist egal für jeden eine Challenge, weil jeder tritt gegen sich selber an. Bester Spruch, damit belassen wir es. Okay. Haut rein, Leute. König Leonidas sagt Tschüss. Ciao.